mal, ich könnte eigentlich. Ja. Vom Rand des Wasserfalls. Da hat der Lümmel runtergeguckt. Mehr Blut. Er ist gesprungen. Kann ich auch, wenn der springt. Ja, das ist doch wohl nicht. Auf dem Felsen. Ist das eine Höhle? Okay, das gefällt mir. Oh nein. Nein, ist er. Tut mir leid, Norio. Ohne seine Führung werden die Mönche gehen. Und der Tempel wird fallen. Die Mongolen haben gewonnen. Was ist da neben ihm? Ein Lotus-Sutra. Verfasst im Blut des Abts. Seine letzte Tat. Wie ein Samurai-Totengedicht. Die Bedeutung des Sutras ist, wir können alle Buddhas sein. Vom niedrigsten Bauern zum größten Adligen. Geschrieben im letzten Atemzug. Nicht für ihn selbst, sondern für die Hinterbliebenen. Zeigt das Sutra den Mönchen. Wenn sie die Hingabe des Abts sehen, könnten sie bleiben. Und dies ist das Sutra, das der Abt mit seinem eigenen Blut schrieb. Ein letzter Akt der Hingabe. Ein Aufruf gegen die Grausamkeit. Ein Ruf zu bleiben, nicht aufzugeben. Wir werden das Opfer des Abts ehren, Norio. Der Kushi-Tempel darf nicht fallen. Einst rettete uns Enjo, der Wächter. Jetzt haben uns sein Bruder und Fürst Sakai erneut gerettet. Und gemeinsam. Wir siegen wie die Mongolen. Super. Gefällt mir. So, ich habe eh keine Ahnung. Kampfhaltung bin ich komplett durch. Herausfordern Serie. Verbessert, was haben wir hier? Das fordert 2, warte mal. Geheimliches Hören, dich zu fokussieren. Spüre entferntere Gegner auf. Beweg dich schneller, während du das Fokussieren Hören einsetzt. Und aha. Ich habe keine Ahnung, ob ich damit was erreiche. Mein Herr!
Norio, habt ihr mit den Mönchen gesprochen? Ihre Entschlossenheit wächst, doch sie fürchten auch die Mongolen. Sollten sie auch. Wo sind denn alle? Am Fluss. Baden. Wäsche waschen. Wer kommt denn da zum Tempel? Seht, ein Mongole mit Todeswunsch. Er ist allein. Hören wir erst, was er will. Der Geist! Oh, Sekunde. Noch was trinken. Ich darf die Zeit heute nicht vergessen. Zum Anfang der Aufnahme, es ist der erste. Das ist ja jetzt echt dieses Jahr sehr blöd gelegen. Und der Bruder des Wächters. Ich überbringe eine Nachricht. Sprich. Der Geist und die Mönche haben dem Willen des Khans getrotzt. Ergebt euch und wir verschonen diesen Ort. Weigert euch und alle werden brennen. Wir ergeben uns niemals. Dann werdet ihr sterben. Ja, hätte sie den Schwabbel mal nicht ausreden lassen. Die Mönche beim Fluss, sie sind schutzlos ausgeliefert. Dann werden wir sie beschützen. Ah, ich kann nicht. Der Buddha, das Sutra des Abts. Sind sie mehr wert als das Leben dieser Mönche? Ich schaffe das nicht allein. Jahrhunderte des Wissens liegen in diesem Tempel. Er darf nicht verbrennen. Doch die Mönche lasst ihr brennen. Ich sterbe für diesen Tempel. Tut, was ihr tun müsst. Eiger Sack. Dann bleibt hier. Ich suche die Mönche am Fluss und bringe sie zurück. Na super. Dann muss ich mich mal beeilen. Eine Frage ist halt Jahrhunderte altes Wissen. Das ist zwar schön und gut, aber wenn die Mönche das Wissen in sich aufgesaugt haben, können sie die Schriftrolle neu schreiben. Was bringt altes Wissen, wenn es keine Lebenden gibt, die das Wissen weiter vermitteln, die es auslegen? Die Mongolen kommen! Schnell weg vom Fluss! Amarzaya Puzul! Ich hasse es, wenn du keine Ausdauer hast, ne? Dann bist du einfach gefickt. Die Mongolen kommen! Schnell weg vom Fluss! Aber gut zu wissen, dass die von dort kommen. Ja, warum macht der so einen brutalen Schaden? Kack mir noch ins Hemd, ey. Rührt sie nicht an. Rückt vor und erreicht das Nirvana. Weicht und findet die Hölle. Norio. Jagt die Mongolen zurück über den Fluss, mein Herr. Ich hasse diese Speerkämpfer!
Ich hasse sie wirklich. Da doch noch gekommen. Norio, was tut ihr? Der Tempel ist schutzlos. Tempel kann man reparieren. Leben nicht. Wir beschützen die Mönche bei der Pagode. Ich folge euch. Ihr alle, kommt mit uns. Diese nackten Lümmel. Kommt mit. Gut, ein paar Sachen hättet ihr euch schon anziehen können. Aber strategisch ist der Tempel auch nicht schlecht gelegen, das muss man sagen. Weil theoretisch können die ja nur von einer Seite kommen. Aua. Man kann sie übertreiben. Oh, komm schon, man kann... Wollt ihr mich verarschen? Warum so viele? Wie kann der beides...
Warum können... Wie kann man blocken und schlagen zeitgleich? Oh, solche Gegner sind einfach im Balance so dumm. Natürlich. Warum frisierst du den falschen Ficker an? Oh Mann, ey, also bitte, ihr Fatzenbüdel, ey. Wenn du schon mal, ne, wir machen den Autofokus, dann machen den Fixkamera. Wenn wir das nicht wollen, dann macht's wenigstens, dass es funktioniert. Die Speerkämpfer, ne? Natürlich. Och, komm schon. So ein Kampf. So einen Kampf, ey. Damit haben sie es wieder kaputt gemacht. 5 Punkte Abzug. 10 von 10? 5 von 10. Weil einfach Gegner von allen Seiten einfach scheiße sind. Natürlich! Herrlich, oder? Wunderbar! SP PlayStation Studios am Arsch ist Duster. Das ist dumm. Sorry, aber es ist dumm. Eine herbe Niederlage für die Mongolen. So schnell kommen die nicht wieder.
Die Mönche vergessen nie, was ihr für sie getan habt. Nicht ich allein, Norio. Nein, doch hätte ich nicht auf euch gehört, wären viel mehr tot. Was werdet ihr jetzt tun? Ich sorge mich um die Mönche in Akashima. Ich kam erst hierher. Hoffentlich war das kein Fehler. Geht zu ihnen. Ich treffe euch dort. Sehen wir uns das Gelände an. Guck erstmal, ob ich hier irgendwas selbst finde für mich. Meine Güte, man kann es ein bisschen übertreiben. Der Buddha. Ja, war mir klar. Mein Bruder wurde zum Wächter ernannt, als er diesen Tempel rettete. Hätten wir die Statue nur retten können. Die letzte Lehre der Statue. Rette, was du kannst. Doch wisse, dass alles vergänglich ist. Sonderlich schön ist sie jetzt nicht mehr. Aber ein guter Lehrmeister. Na, da merkt man doch einfach, dass solche große. Nee, das ist einfach kein Autofokus und der Auto. Beziehungsweise kein manueller Fokus. Und der Autofokus funktioniert auch nur vage. Naja. Perfekt ist was anderes. Solche großen Kämpfe sind halt das Kronen. Sind halt ein kleines, großes Problem. Entdeckt, erkundet. Ah ja, stimmt, okay. Wie weit ist das weg? Meter, 1 Kilometer, 1,4, 1,8. Dann würde ich sagen, hier. Fleisch und Stein. Ich will aber hier nochmal hin. Und hier will ich auch nochmal hin, um zu gucken, was im Geschenkaltar rumeiert. Ja. Wo gibt's denn hier ein Geschenkaltar? Oh nein. Nicht so schön. So, nehme ich mal mit, was ich kann. Die Frage ist nur, wo ist dieser Geschenkaltar? Muss der nicht noch irgendwo rumeiern? Fallensteller. Darf ich euch helfen, mein Herr? Nee, alles gut. Ich komme schon klar. Es wäre eine Ehre, eure Klinge zu bearbeiten, mein Herr. Machen wir euren Stahl perfekt. Danke. Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Ich weiß. Du hast mich doch angesprochen. Du hattest mich doch angesprochen da drauf. Ich will jetzt wissen, wo dieser scheiß Geschenkaltar ist. Habe ich ihn gefunden? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur einen Betungsschrein gefunden. Wo ist denn hier ein Geschenkaltar?
Händler sind markiert, aber Geschenkaltare nicht, oder was? Finde ich jetzt nicht so optimal. Ich guck mal hier oben. Das würde eigentlich ganz gut passen. Hier. Okay, verstehe. Oh, 100 Vorräte. Nochmal 100 Vorräte. Oh, 300 Vorräte. Das sieht doch ganz gut aus. Trotzdem fehlt mir noch Gold. Unentdeckter Ort. Wir haben noch ein paar Fuchsbaudinger. Die will ich auch noch machen. Aber erstmal. Erstmal das Zeug in der Nähe. Ich habe keine Ahnung, was der Legendenerzähler ist. Kennt ihr schon die Legende der Geister? Ich habe aber das Gefühl, dass der das Spiel schwerer macht. Autsch. Blättergipfelschrein. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Frage ist nur, wie komme ich da hin? Muss ich hier irgendwo runter? Und die Frage ist vor allem, wo lang? Den normalen Weg kann ich nicht gehen. Ich meine, komm schon. Der Kletterhaken von Jonas Bruder, so super. Ich hab keine Ahnung, wie die Vorräte hergekommen sind, aber ist okay. Lieber hier lang. Ich habe das Gefühl, dass ich hier höher komme. Hat noch nicht mal besondere Blumen, das ist das Problem. Wenn sie jetzt besondere Blumen wären, würde ich sagen, okay, macht Sinn, aber es sind ja halt nur Blumen. Bin ich überhaupt noch auf der richtigen Seite? Das Interessante ist, in Horizon Zero Dawn war das Klettern sowas von geil. Hier fühlt sich hier jetzt nicht so, aber ich muss ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, hier das Klettern besser als in Horizon Forbidden West. Es fühlt sich, es ist nicht, hast nicht so eine Milliarden, Trillionen Möglichkeiten, es ist übersichtlich und das Wichtigste, gefühlt, es funktioniert. Ich muss nach da oben. Deutsch, ich bin hier total falsch. Ja, nicht ganz.
Schlüssel. So. Und das macht halt... Na, ich glaube nie, ich glaube eh nicht, dass ein Studio jemals was von mir sehen wird, aber das macht's halt aus beim Klettern. Darf's nicht zu viel machen. Egal wie gut du es meinst. Weil damit versaust du dir einfach eine gute Klettermechanik. Wenn du too much machst, dann bist du auch einfach... Dann wird's unübersichtlich und das ist sehr unangenehm. Ich weiß nicht, warum viele Studios mit Fortsetzungen das nicht hinkriegen. Ich verstehe es halt nicht. Vielleicht kann ja wirklich mal einer in den Kommentaren darauf eingehen und sagen, ja, das und das denken die sich dabei. Vielleicht ist ja auch einer dabei, der das versteht. Also ich verstehe es nicht. Ich empfinde es eher als mehr negativ als positiv. Da zigtausend Möglichkeiten zu haben und dadurch den Überblick zu verlieren. So. Das lief doch ganz gut. Kann ich jetzt eigentlich auch so reisen oder muss ich runter? Stimmt, das haben sie ja gut gemacht. Das finde ich gut. Ich hab dort was gehört. Warum greifst du mich an? Warum? Warum hat er mich jetzt angegriffen? Ich weiß nicht, ob ich den unentdeckten Ort von hier aus hinkriege. Ob ich da vielleicht außenrum lang muss oder durch die Stadt. Beziehungsweise Siedlung. Na, da muss ich durch die... Durch das Dörfchen. Kann ich nirgends hier hochklettern? Okay. Müssen wir wohl was von der schönen Umgebung mitnehmen, ne? Man muss ja nicht überall immer hochklettern können. Ich meine, ich kann auch schnell reisen, aber... Wird gespeichert, das ist auch schon mal schön. So, würde ich aber sagen, das könnten wir eigentlich im nächsten Part machen. Weil wir schon 35 Minuten dran sind. Aber dahin will ich auf jeden Fall noch. Das machen wir jetzt noch. In diesem Part. Und wenn das denn überhaupt... funktioniert. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich hier vielleicht doch falsch bin. Sieht schon sehr geil aus. Ach, hier. Bambusstand. Oh, oh.
Ach, komm schon. Viereck, L1, X, L1, okay. Entschlossenheit und Tod. Oh, damals Sempo. Was denn? Arenga. Nein, falsche Anime, okay? Gut. Ja, dann machen wir den noch. Ich meine, komm schon. Das ist jetzt auch nicht so tragisch. Hier haben wir nochmal eine heiße Quelle. Na, ist doch super. Nochmal was für die Ladies. Naked die, naked die. Yay. Sinieren über. Liebliche Grüße. Die Menschen erwarten Führung von den Samurai. Sicherheit. Ehrenhaftigkeit. Nicht nur auf dem Schlachtfeld. Das darf ich nicht vergessen. Oh, wie süß. Nur Fingernagel mehr Gesundheit. Super. Ach, aber doch mehr gemacht als gedacht. Aber die 2-3 Minuten schenke ich euch mal. So, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.